Wir haben da drüben einfach keinen Platz mehr. So, wie machen wir das jetzt mit den Truhen? Aber funktioniert das, wenn ich die... Ja, ich muss sie einfach suchen. Dann machen wir eine für Fleisch und eine für den Rest. Das ist mir sonst echt zu blöd hier. So, jetzt machen wir hier mal einfach nur Fleisch, 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 Fleisch. So, das ist ja jetzt alles. Ja. Das ist roh. Das ist roh. Das ist nicht roh. Das ist auch nicht roh. Und das ist auch nicht roh. Da füllen wir dich wieder auf. So. Und jetzt die Eier, die müssen auch weg. Das hat keinen Wert. Die Pilze, das ganze Scheißzeug tun wir jetzt einfach mal weg. Ah, die kriegen wir nicht so oft. Also brauchen wir sie auch nicht unbedingt. Und hier können wir dann erstmal zwei Reihen. Genau, machen wir erstmal hier die Karotten rein. Immer so zwei Reihen, habe ich jetzt mal gedacht. Zeit vertreiben, du hast eine Trophäe erhalten, okay. Was macht denn der Zucker da? So müssten wir jetzt auf jeden Fall mal eine Weile über die Runden kommen. Vermute ich doch mal. Und wir schlafen. Ganz kurz. Da war ein komisches Geräusch. Habe ich jetzt eigentlich mein Fleisch auch weggepackt? Ja, volle Kanne. Ich habe natürlich jetzt gleich alles weggepackt, was Lebensmittel sind. Ich hätte aber gerne meins wieder. Also ich nehme es jetzt einfach mal als meins. Ich hatte zwar irgendwas um die 63 oder so, aber... Ich brauche die Hake gleich. Weil dann farme ich das jetzt doch noch ab, auch wenn ich keinen Bock drauf hatte. Und ich kann ja auch mal das Ganze vor allem wieder zu Essen verarbeiten, fällt mir gerade so ein. Also ich muss das ja gar nicht so aufheben. Ich könnte jetzt da mal locker einen guten Stack Brot machen oder so. Oder mehr sogar. Ich könnte wahrscheinlich schon zwei Stacks Brot machen. Ohne Probleme. Und das wäre jetzt eigentlich auch mal interessant, wenn wir sowas angehen würden. Da dann vermindern wir im Endeffekt eigentlich, dann brauchen wir nicht mehr so viel Materialien. Oder so viel Platz, eher gesagt. Weil wenn wir das alles haben, dann warum eigentlich dann nicht? Also vielleicht, vielleicht knüpple ich das gleich alles auf Brot um. Also ich lasse es jetzt mal nicht außer Acht, aber es hat jetzt auch keine Prio für mich, das auf Brot zu machen.
So. So eine automatische Erntanlage wäre jetzt echt mal geil. Müsste ich mal überlegen, wie man das macht. Wo dann wirklich so automatisch das Zeug hier abfarmt. Ob das überhaupt machbar ist, ist das nächste so. So, Kartoschkis. Schauen wir mal. So, da war das Feld nämlich. Es wäre jetzt echt mal interessant, ob das irgendwie funktioniert, so automatische Farmanlagen. Das wäre doch geil. Ich muss mal googeln, ob es sowas gibt, ob das überhaupt machbar ist. Weil bevor ich mich jetzt da irgendwie verkopf, da lasse ich es doch einfach. Also von dem her einfach mal Google. Google hilft immer. Alter, wie viele Karotten man eigentlich schon hat. Frage ist, was mache ich eigentlich mit den Karotten? Andere Frage ist, gehen die auch irgendwann kaputt, wenn man die jetzt da drinnen lassen würde? So. Alter Schwede, war das jetzt viel. Kartoschki. Bei Kartoffeln habe ich noch nicht so viele. Ja, und rein da. Da war. Zack. Halt. Ja, mau, 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 mau. Der Baum gibt mir jetzt auch gerade auf den Zeiger. Den habe ich zu nah an meinem Haus gesetzt. Viel zu nah an meinem Haus, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Alter, wie viel Holz hat denn da drin? Alter. Ja, schlagen wir uns mal so durch.
Alter. Alter. Der löst sich doch jetzt nicht auf. Kann doch gar nicht sein, da ist doch noch viel zu viel Zeug drin. Der kann sich doch jetzt nicht auflösen. Da, ich sehe es ja von hier aus. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da, der kann sich nicht auflösen. Da ist doch noch was. Wäre doch sau dämlich, wenn er sie jetzt auflösen würde. Alles klar. Ja, das schon, das glaube ich jetzt schon eher, dass der sich da auflöst. Jo, das ist gerade voll verspickt, hey. Ja, aber das glaube ich jetzt eher, dass er sich jetzt auflöst. Also, das davor, das war doch viel zu unwahrscheinlich, dass es sich da auflöst. Ich habe viel zu viele Äpfel und esse die nie. Ich esse kaum, allgemein, ich esse jetzt gerade nur das da. Komm, wir backen Brot. Wir haben jetzt so viel. Was brauchen wir denn? 1, 2, 3. Können wir doch locker Brot backen, oder? Ah, nee. Ich glaube, das ging so. Brot. Da, dann haben wir nämlich schon mal weg. Dann machen wir gleich nochmal, ey. Dann haben wir nochmal ein bisschen Brot weg, ey. Ein bisschen Weizen weg, weil das ist einfach zu viel. Was mache ich denn eigentlich? Ich meine, wenn ich mal da wirklich so eine ganze Schublade voll nur mit Essen habe, dann wird es echt krass. Also dann wird es schon sehr fragwürdig für mich. Da, jetzt habe ich schön zwei Stacks Weizen, also Brot. Das ist doch ausreichend, oder? Das muss ausreichend sein. Definitiv muss das ausreichend sein. So. Jetzt haben wir eigentlich da erkundet. Wir wissen, wir brauchen, wenn wir da drüben was reißen wollen, brauchen wir einen Weg dahin.